Hier sind wir wieder, zweiter Part. Wir legen einfach direkt los. Alles klar. Legen wir los. Ich muss meinen Laptop gleich auch noch aufladen. Auf dem check ich die Aufnahme. Pokémon Center. Wir kennen uns aus. Hier im Pokémon Center kann man das Lager benutzen. Das Lager kann man aber auch unterwegs benutzen. In diesem Teil. Das ist ganz geil. Ich glaube, es wurde bei Let's Go eingeführt. Pokémon Center soll uns hier heilen. Hier ist ein Markt und hier ist auch ein Markt. Ah, okay. Nee, so einer ist das. Ich schaue, was es hier zu kaufen gibt. Es gibt nur Tränke. Verschiedene Arten von Tränken. Hier, das weiß ich noch von meinem Test. Run von meinem Anzocken ist nee, Monat. Ups. Hier gibt man seinen Geburtstag an und irgendwas passiert dann an seinem Geburtstag. Ich weiß es nicht. Kann man googeln. Werde ich wahrscheinlich dann auch. Beziehungsweise an meinem Geburtstag werde ich sowieso nicht mehr zocken. Ich werde das hier jetzt versuchen, an diesem Wochenende durchzuspielen. Ich hoffe, ich bekomme es hin, ey. Eigentlich wäre es auch gut, wenn ich jetzt irgendwie noch Energy Drinks kaufe. Sonst muss ich mit Cola leben, aber. Na gut, die Arena Challenge könnt ihr euch wohl denken. Mein Ohr juckt voll. Ist halt Arena. Das ist jetzt nichts Neues in der Pokémon-Welt. Laufgeschwindigkeit finde ich sehr angenehm. Da hinten das lila Haus, da müssen wir. Das sagt mir auch der Typ da in Blond. Ich werde jetzt nicht. Hier am Anfang zumindest werde ich jetzt nicht allzu ausführlich, sag ich mal, die Gegend erkunden. Später dann schon eher, aber hier im Anfangsgebiet weiß ich nicht. Das ist Tutorial-Gebiet. Weiß ich nicht. Muss ich jetzt nicht unbedingt machen. So, Kopfhörer wieder rein. Pokébälle, ja, er schenkt mir jetzt Pokébälle. Ich brauche jetzt keinen, der mir zeigt, wie ich Pokémons fange. Das Ganze ist ja schon länger so, dass der EP-Teiler quasi von Anfang an ist. Man kann es auch rausmodden. Aber nö. Alles, was mir Grinden erspart, ist schön. Schwierigkeitsgrad. Okay. Aber sonst. Ach komm. Wieso kämpfen wir denn nicht? Wieso nicht? Oh shit, ich war gar nicht heilen, aber ich habe volles Leben, glaube ich. Oder? Nee, nicht ganz. Scheiße. Egal. Dann ist es halt so. Ich könnte jetzt nochmal zurücklaufen für ein. Oh shit! Ein Volltreffer. Nee, ich setze einfach einen Trank ein.
10. Sehr schön. Ich werde mal schauen. Oh. Na gut. Ich hätte vielleicht doch... Ich gehe gleich nochmal zurück. Obwohl, nee. Ah, doch, hier sind Trainerkämpfe. Ich gehe doch lieber heilen. Das ist besser. Nachdem ich das hier gefangen habe. Ich hoffe, ich schaff's. Ach. Fuck. Ich glaube, ich schaff's nicht mal. Oh, shit. Hat es eine Donnerattacke. Wäre ja geil, ey. Hat es nicht. Gut. Oh, shit. Konnte sogar zwei machen. Freue ich mich. Sensekt. Ich hoffe, ich fange es jetzt. Ups. Ah, da gibt es einen Shortcut. Stimmt ja, mit X. Sehr schöne Neuerung. Pokéball mit X. So, ich gehe nochmal zurück heilen. Das geht so nicht. Da. Das Kinsekt oder nee, Sensekt, ne? Lass ich noch im Team. Weil Käfer-Pokémon sich. Oh, hier ist ein Item. Ein Shiny. Also Shinies haben in Pokémon eine andere Bedeutung. Ich kenne Shinies aus Monster Hunter. Das sind dann Items, die auf dem Boden liegen. Hier ist ein Shop. Oder ist das... Nee, ist Pokémon Center mit Shop. Ah. Animation ist schneller. Nee, nicht unbedingt schneller. Nee. Ja, ein bisschen. Vielleicht. Obwohl... Nein, 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 nein. Ein bisschen schneller. Pokémon wieder tauschen. Pokémon bewegen mit dem. So, dann Route 2. Oh, cool. Oder haben wir das schon? Meine letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her, ein paar Tage. Und da habe ich auch... Ah, habe ich nicht. Dann habe ich nur kurz eine halbe Stunde gezockt. Ich werde in diesem Part eine Stunde zocken, wenn nichts dazwischen kommt. Yo! Ist. Oh Gott, ich vergesse es die ganze Zeit, dass es einen Shortcut gibt. Sehr gut.
Tauschen wir die. Habe ich den jetzt gefangen? Ja, ne? Ja, doch. Doch. Dann brauchen wir den nicht fangen. Da haben wir unseren ersten Trainer, glaube ich. Zack. Oh shit, es ist ja immer noch. Fuck you. Oh Gott. Ich heile gleich. Komm, geh durch, bitte. Oh, es geht nicht durch. Endlich. Es ist auf jeden Fall interessanter als Pokémon Let's Go. Weil die erste Generation muss ich jetzt nicht zum... Weiß ich nicht, ich kann es nicht mal zählen. Paraheiler, geil. Ja, danke. Nein. Weil hier ist noch ein zweiter Kampf. Pokébälle, da ist der Kampf. Habe ich den schon? Wie kann ich denn? Ich habe 7, glaube ich. Den habe ich hier noch nicht dazwischen. Ja, gut. Dann. Hör dann. Komm raus. Den haben wir noch nicht. Weil sonst wäre ein Pokémon-Symbol neben dem Namen irgendwo. Pokéball-Symbol. So, Rotenschlag. Sehr gut. Dadurch kann ich direkt einen Fangversuch starten. Wir nehmen alles mit. XP, XP, XP. Gewinne, 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 gewinne. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Oh shit, das ist ja das Wasser-Pokémon. Dann nehme ich lieber Micro. Es hat das höchste Level von meinem Pokémon und hat keine Wasserschwäche oder so. Moment, was ist das? Ah, okay. Interessant.
Aber mein Pixel ist auf jeden Fall stärker als sein Tackle. Bin auch 2 Level höher. Hat sie denn noch ein Pokémon? Ein zweites. Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Ich habe eine eigene Switch jetzt. Also das, was ich von der Switch bisher jetzt aufgenommen habe, war von einer ausgeliehenen Switch. Ich hatte 2 ausgeliehene Switches von Verwandten von meiner Freundin, die ich gemoddet habe für die, und dafür konnte ich die dann ein paar Monate, 2 oder so, behalten. Oder 3 Monate behalten und halt mit zocken. Eine habe ich zuerst gemoddet und die andere habe ich zum Online-Spielen benutzt. Jetzt habe ich die eine gemoddete zurückgegeben und die, mit der ich online zocken kann, habe ich noch hier. Und zusätzlich habe ich dann noch meine eigene gekauft, die ich auch gemoddet habe, mit der ich jetzt spiele. Ich habe die Safe Games übertragen. Da gibt's Homebrews, also Apps, auf die man auf gemoddeten Konsolen benutzen kann. Checkpoint heißt sie, damit kann ich Safe Games speichern und übertragen. Also damit kann man, ich habe jetzt Checkpoint auf der alten Konsole benutzt. Dann werden die Safe Games auf die MicroSD gespeichert. Die habe ich dann auf den PC gezogen. Und dann habe ich die auf die neue MicroSD gezogen und die in meine neue Konsole eingesteckt. Und dann da eingefügt. Mit Checkpoint. Neue Konsole ist, weil ich sie jetzt neu gekauft habe. Aber es ist keine neue Konsole in dem Sinne. Es ist eine alte, gebrauchte Konsole. Habe ich für 200... etwas über 200 gekauft. Ist aber eine Konsole aus 2017. Also eine 2 Jahre alte Konsole, keine Garantie drauf. Was eventuell eh egal ist, weil ich das Ding modde und dann weiß ich nicht, wie das mit der Garantie aussieht. Man kann es wahrscheinlich alles rückgängig machen, so dass man es nicht merkt, wenn man sich nicht blöd anstellt. Aber nee. Was soll schon damit sein? Die Joy-Cons, sehr schön, haben keinen Drift. Wundert mich. Weil die von der anderen Konsole, die ich ausgeliehen habe, die haben ein bisschen Drift. Der linke Joy-Con hat ein bisschen Drift nach links. Sieht man auf der Minimap. Da hat sich der Mauszeiger automatisch nach links bewegt. Mit dem hier ist das alles okay. Aber anscheinend, weil der linke Stick halt stärker beansprucht ist, ist das vermehrt auf dem linken Joy-Con. Ich denke, der linke Joy-Con wird auch öfter verkauft. Man kann die auch einzeln kaufen. Den kann man die Farben ein bisschen. Ich habe 2 graue Joy-Cons. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht tausche ich die um. Also das Gehäuse von den Joy-Cons mit dem Gehäuse von der Switch an sich. Hätte ich Bock drauf, das als kleines Projekt, das Case zu modden. Sehr geil an der Switch, die ich gekauft habe, ist,
dass sie sehr gepflegt ist. Also sie ist zwar gespielt, weil das war von so einem Jungen, aber ein Glas war drauf, keine Kratzer auf dem Display, soweit ich es erkennen konnte. Das Glas war noch intakt, kann ich also weiter benutzen. Ich hätte noch ein Glas, also ja. Rückseite ist ein bisschen zerkratzt, aber ja, wie gesagt, eventuell tausche ich das aus. Aber die Kratzer auf der Rückseite sind mir auch eh total egal. Sonst, ach ja, da zu dem Spiel gab es noch One Two Switch dazu. Ja, kann ich nicht wirklich was mit anfangen, weil die Switch ist ja eh gemacht. Aber naja, nett, ich würde sagen, ganz nett. So, cool, zwei Hits. Oh, ich muss mit dem Kabel aufpassen. Shit. Ich komme mit dem Fuß ein bisschen dran. Da muss ich aufpassen. Das ist das Kabel vom Mikro. Er hat sowas von keine Chance. Blut. Ist halt auch unfair. Er hat mir den Vortritt gelassen. Ja, was heißt unfair? Er hätte auch das Wasser-Pokémon nehmen können. Naja. So, alle sind Level up. Also fast alle. Oh shit. Moment. Nee, ich will Heuler. Heuler weg, Doppelkick rein. Doppelkick ist eine Kampfattacke. Wie der Name schon sagt, ich trete zweimal zu. Möchte ich nicht. Kampfattacken sind nicht effektiv gegen Flug, soweit ich mich erinnern kann. Ja, steht sogar dran. Sehr gut. Ich setze einfach Glut ein. Elementaren Angriff. Es ist Stufe 5. Was denkt er sich? Ja, Arena-Empfehlung brauche ich, um die Arena-Challenge zu machen, um durch die Gegend zu reisen und die Arenen herauszufordern wahrscheinlich, Orden bekommen. Wie immer. Ich werde jetzt hier nicht durch die Gegend rushen, aber ich werde jetzt auch ja, weiß ich nicht. Es gibt ein Gebiet, da habe ich schon ordentlich Zeit drin verbracht. Aber ja. Jetzt kriegen wir die Empfehlung. Mit dem Empfehlungsbrief können wir an der Arena Challenge teilnehmen. Und ab geht's. Ja, ich will. Ups. So, Sternschnuppen. Was haben wir hier? Zack, wir haben hier einen Wunschstern. Dynamax. Ja, damit kann man sie riesig machen.
Okay. Morgen beginnt unsere Reise. Das heißt, wir übernachten hier oder was? Sie ist die Tochter, oder? Oder die Nichte von der Professorin. Oh, ich muss echt mit dem Kabel aufpassen. Das berührt auch den Stuhl. Und wenn ich den Stuhl. Ja. Naja. So, Frühaufsteher. Ich schau mal auf die Uhr. Es ist jetzt halbe Stunde vergangen. Ungefähr. Moment. 25 Minuten ungefähr. Dann haben wir ja noch ein Weilchen. So, wir haben jetzt ein Armband, ein Dynamax-Band von Professor Magnolia. Ja, Energiequelle. Echt, das Textlastige, das macht mich fertig. Ab einem bestimmten Punkt in der Pokémon-Welt fing das an mit den Dialogen, mit den endlosen Dialogen. Bei Sonne und Mond war es unerträglich. Ich wollte es spielen, ich wollte es aufnehmen, aber der Anfang war so unerträglich mit Cutscenes über Cutscenes und Dialog über Dialog. Echtes, naja. Ich werde irgendwann, ich weiß nicht, nicht mal einen angezockt. Irgendwann werde ich es schon spielen, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es aufzunehmen. Das ist schon ganz geil, dass man hier in Random Encounters entgehen kann. So, wir müssen zum Bahnhof von Brassbury. Hey, zwingt die uns hier so zu? Okay. Wir haben hier alles Schönes zu erzählen. Ja, hier drüben. Ja, wir gehen gleich zum Bahnhof. Ja. Gott, ey. Hier ist ein Bärenhändler. Hier kann man sein Outfit ändern. Brauchen wir beides nicht. Ich gehe mich mal eben schnell heilen, wenn wir schon hier dran vorbeilaufen. Ja. Ich schau mal, kann ich denn jetzt Pokébälle kaufen? Yes. Kaufe 10 Stück. Ich kaufe, oh Gott, 10 Stück. Und krieg noch einen Premierball. Ja, gut. Danke. Die Bälle brauchen wir für den Anfang. Ich werde viele Pokémon fangen. Am Anfang zumindest. Was ist los mit dir? Ja, weil ich schon alle gefangen habe hier in der Gegend. Tiki. Sternschauer, ja. Die kann man ganz oft benutzen. Unendlich oft. So, wir reisen jetzt langsam. Ganz langsam in die nächste Stadt. Hallo, ihr beiden. Da sind unsere Mütter. Guten Tag. Wie? Hat er nicht Bescheid gesagt?
Haben wir beide nicht Bescheid gesagt, dass wir jetzt auf eine ewig lange Reise gehen? Es ist einfach so. Ja. Okay. Zum Glück haben wir es noch mitbekommen. Okay, macht euch keine Sorgen. Wir sind einfach nur irgendwelche... monatelang jetzt durch die Gegend reisen. Ohne Aufsicht, ohne... weiß ich nicht, wir haben nur ein bisschen Geld. Aber wir sind Kids. Das kann ganz schnell mal daneben gehen. Wir geben es irgendwie für Unsinn aus und dann zack, stehen wir da mittellos da. Also diese Naturzone finde ich richtig interessant. Da kann man campen, da kann man alles Mögliche. Es ist so eine Safari-Zone. Die ist auch riesig. Ich habe da wirklich eine Stunde verbracht und Engine City, so. Ja. Dann gehen wir halt zur Naturzone. Geil. Deswegen habe ich so viele Bälle geholt, weil es dort hammer viele Pokémon gibt. Ah, ich brauche ein Let's Go Save, dann kann ich hier hin und krieg irgendwas. Ich weiß nur nicht, was. Irgend Pokémon krieg ich. Hier kann ich... oh, Pokopuppen. Ah, okay. Okay, ich... die Karte ist echt super schwierig zu lesen. Ich weiß nicht, was sie sich bei diesem Stil gedacht haben. Es sieht nett aus, ja. Ich zeige euch das nochmal. Ganz rechts. Hier. Es sieht ganz nett aus, aber... Wetteranzeige. Ah. Oh. Ah, unsere Reise führt uns immer weiter nach oben einfach. Okay, das ist ja natürlich dann ganz easy. Hier ist Schlummerwald. Schlummerwald, Route 1, Route 2, Route 3, 4, 5. Also ist... ah, hier ist Route 3. Okay, das ist diese Naturzone. Ihr seht, es ist sehr groß. Es ist sehr groß. Der macht uns wieder fit. So. Schau mal. Es ist auch schon dunkel. Das kommt daher, weil es in echt auch dunkel ist. Es ist 8:30 abends. Dann ist das in-game auch 8:30. Wenn man die Zeit dann richtig angegeben hat. Sie erforscht also das Pokémon. Im Wald, das, was wir auf dem Cover des Spiels haben. Um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, wie es heißt, was es kann, was auch immer. Ich weiß kaum, was Pokémon Sword and Shield. Ich habe mich kaum informiert. Also ich weiß es, diese Dynamax. Also im Vorfeld wusste ich nur von diesen Dynamax-Dingern. Ich glaube sonst nichts. Tatsächlich. Ja, im Vorfeld dann halt die Starter. Habe ich mich informiert. Um dann halt auch entscheiden zu können. Und das Feuer-Ding ist... ist schon das Beste. Meiner Meinung nach. Relativ klar. Das Wasser-Ding geht gar nicht. Ich nehme sonst immer Wasser, so ist nicht. Das ist einfach ein riesiges Onix. Das Ding ist, es ist sehr stark. Ich weiß, es ist... von meinem letzten Run, es ist irgendwie Stufe 26 oder so. Deswegen lasse ich es mal in Ruhe. Hier.
haben hier ein kleines Eis. Eiscreme haben wir hier. Oh. Oh nee, ey. Dieser Hagel. Gefällt mir nicht. So, ich muss auch zu anderen Uhrzeiten hin, dann... Ja, dann kriege ich auch andere Pokémon. Hier kann man relativ gut trainieren, weil die halt Schwäche Feuer haben. Das mit dem Hagel ist ein bisschen ungünstig, aber ja. Oh, der Stufe 10. Zack, zack, zack. So, ihr seht, hier sind diese roten Säulen. Das sind Dynamax Raids oder so. Ja, das ist echt geil. Hier, man kann die Kamera drehen. Keine feste Kamera. Watt. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Watt mache. Safcon. 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 Safcon haben immer sehr viel XP. So, ich kann gleich schon einen Dynamax Raid machen. Hier bei diesen kleineren passiert nichts, also passiert halt nichts, weil das einfach nur so irgendwelche Nester sind, aber halt nicht besetzt. Die mit den Lichtstrahlen, wie ihr hier seht, das sind hier 5, 6, 7 oder so. Oh, da unten, oh, okay, da kann man auch nur mit Schwimmen hin. Geil. Der ist bestimmt... Das ist Keifel? Heißt es Keifel? Ja, Keifel. Es wirkt extrem stark. Es ist Stufe 80.033. Halt's Maul. Ach du Kacke, ey. Oh, das ist ein Rabauz. Ja, ich hab's erkannt. So, ich muss auch ein bisschen auf die Uhr achten. Hier in der Naturzone kann man sich schnell verlieren. Beim letzten Mal, ich bin nicht weiter als die Naturzone. Ich habe die Naturzone durch und bin dann in die Stadt gegangen. Mehr habe ich nicht gemacht. Also ab da ist es dann wirklich wieder blind. Ja. Ich. Bisschen blöd das mit dem Haken.
So, jetzt müsste ich... Oh, shit, ich wollte es doch fangen, aber ist egal. Next. Angriff und Spezial... Ja, okay. Sollte ich lieber Ruckzuck-Hieb benutzen in nächster Zeit. Da ist ja eh noch eins. Ach ja, es gibt einen Watt-Händler. Kann ich dieses Watt umtauschen gegen irgendwas? Watt ist halt die Währung. Der Hagel nervt natürlich halt auch. Das Hagel streckt das Ganze ein bisschen. Ich fange es einfach. Ist leider nur Level 8. Deswegen nehme ich es nicht mit. So, da ist noch ein Safcon. Will ich das Safcon haben? Ja, ich nehme es mit. Ich bräuchte halt... Ich nehme Tackle nur. Ich bräuchte halt einen Raupiner. Tackle Miner. Das nehme ich in mein Team, weil es Stufe 8. Es verwandelt sich bald. Das nehme ich denn raus. Raffelay, was für ein Dreck. Ich meine, Safcon ist auch nicht geil, aber... Es ist quasi... Es ist fast ein... Hier ist ein Item. Es ist... Cool. Oh, was war das? Hallöchen. Schneebedeck. Du weißt Bescheid. Es ist sonnig, ja, Mann. Hagelalarm, es fängt an zu hageln. Oh Gott. Gut. Nicht. Und fangen. Ich werde jetzt alle austauschen in meinem Team. Außer die beiden Insekten, die verwandeln sich ja bald. Beziehungsweise er entwickelt sich jetzt. Sensekt, dann tausche ich den aus. Nanu? Ding, 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 ding. Es ist nicht so geil, ne? Was ist denn die dritte Entwicklung davon? Reflektor lernt es, Lichtschild lernt es, Konfusion lernt es. Alles klar. Ne, dann behalte ich es doch im Team. Aber... Die anderen, die niedriger sind, gehen raus. Erstmal das.
das niedrigste wieder halt einfach jetzt knallhart ausgetauscht. Ich hätte mich vielleicht auch heilen sollen. Jetzt muss ich halt während des Kampfes machen, was nicht so effizient ist. Aber nun gut. Hoplo ist auch schon kurz vor der Entwicklung. Ich denke mal, es entwickelt sich bei Stufe 16. Oh Gott. Ach, ich wollte es ja fangen, ne? Oh, ja. Hat Eselüberblick eingesetzt. So, Stufe 15 ist schon ein bisschen schwieriger. Da kann es auch mal raushüpfen. Tut es aber nicht. Sehr gut. Wer los ist? Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden. Ich spreche sie einfach so aus, wie ich es halt denke. Ja. Nee, sowas brauche ich nicht. So. Es soll in mein Team. Voldy kommt raus. Oh, da ist ein Pony. Diese Pony, genau. Oh shit. Ganz vergessen. Bin ja hart an. Nee, ich hatte einen Trank. Es ist auch nur Stufe 13. Das letzte Stufe 15 habe ich fast geone-shottet. Oh. Was, 15? Ne, 13. Okay. Aber es hat beim letzten Mal deutlich mehr abgezogen. Gibt schon ordentlich XP hier. So, Dynamax Raid. Du hältst 300 Watt. Ist zu fangen, ja. Unvorstellbar stark, ja. Wenn ich alleine kämpfe, dann werden mir NPCs zugeteilt. Was absolut reicht. Ich kriege eine Oma, eine Professorin und ein Kiddo. Hut, hut. Das Geile ist, beim letzten Mal gab es hier Nebulak. Oh shit. Da ich ja zwei Switches habe. Dicker. Hier, Dynamaxen wir. Und geben wir ihm die Oh shit, nee, die ist schlecht. Dynamax, deine andere. Auch Hut. Komm zurück. Ich werfe dich nochmal als Riesenball. Guck, die Animation ist quälend lang.
schon irgendwie ganz geil aus. Schon irgendwie geil. What? Ach du Scheiße. What? Ach so, beim letzten Mal habe ich die Animation ausgeschaltet. Deswegen. So, ich kann dabei K.O. gehen, das ist nicht das Problem. Oh shit. Oder? Also nächste Runde komme ich dann einfach wieder ins Spiel. Ich glaube, wenn 3 Pokémon gestorben sind, dann ist das Spiel, dann ist der Raid durch. Das heißt, ich darf nicht 3-mal sterben. Beziehungsweise meine Mates auch nicht halt zusammen insgesamt, wie bei Monster Hunter. Schaffen den auch ohne mich, ey. Los, hopplo. Ich mach mal Doppelkick. Natürlich fangen. Es ist auch noch auf einem relativ hohen Level. Was für eine Animation, ey. Eben auf die Uhr schauen. 5 Minuten noch, okay. Also EP, Dynamax Bonbon, ja, Triplette, ein TM. Ein Angriff. Das Hut ersetzt Micro. Ich glaube nämlich, das Hut ist relativ hoch. Das Hut ist Stufe 19, ja. Ja. So, ich schaue, ich müsste volle HP haben, ja. Das ist das Geile an den Raids. Danach habe ich volle HP. Oh, da ist ein Belohne, auch geil. Auch geil. Stufe 12. Es gibt hier EP-Bonbons. Das ist irgendwie ganz geil. Setze ich auch gleich ein. Wenn Hopplo hier ein bisschen dicker wird. Oder geht das an alle?
müsste ich ein Smetbo haben. Jetzt kann ich das Smetbo austauschen. Cool. Ups, ich habe nicht gesehen, welche Level es ist, aber ist auch egal. Da, dich will ich haben. Wir nehmen hier alles mit. Ich bin hier schon relativ relativ gründlich in dieser Naturzone. Ich werde alle Raids hier mitnehmen. Ach du Scheiße. Oh, es zieht nicht mal so viel ab, Mann. Ich glaube, der killt mich jetzt, ey. Gott. So, der Part neigt sich dem Ende. Ich muss das jetzt irgendwie... Das Pony nehme ich noch mit. Ich benutze einen Trank. Normalerweise benutze ich keine Tränke. Habe ich jetzt... Ja, das Pony habe ich. Pampuli. Stufe 12 ist ertragbar. Gott. Gott. Zweimal 30? Ist es dann stärker? Fuck. Ehrlich gesagt habe ich jetzt keinen Bock da, das noch. Ich versuch's einfach. Wird schon schief gehen. Da haben wir es. Krass, ey. Ja, komm. Smetbo wird ersetzt, aber ich glaube, das Pampuli ist auch nicht hoch. Nicht wirklich. Also, es geht hier noch so runter alles. Oh, krass, das. Die Spinnending. Ich kann angeln, ich kann... Luna haben wir. Den hier haben wir. Ja, dann gehen wir einfach zum nächsten Licht. Das mache ich noch in diesem Part. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Scheiß drauf. Ich brauche nicht angeln. Eine Notiz. Als Watt bezeichnen. Okay. Den Raid nehme ich mit. Dann nehmen wir die alle mit. Und dann sind wir dort. Wieder am Anfang und dann gehe ich in die nächste Stadt erst. Das ist der Plan für die nähere Zukunft. Nach diesem Kampf bin ich auch
Level Up und hab dann die Entwicklung von Hoplo. Finde ich ganz geil, hat so ein Mundschutzding. Sieht ganz geil aus. Jetzt kommt die Höhle. Kann man auch nicht wegschalten. Selbst wenn man im Menü Animationen ausschaltet, diese hier kommt immer. Das sind wirklich nur die Angriffsanimationen. Soweit ich mitbekommen habe. Ich hatte Nebulak in dem Raid. Das war schon ganz geil. Oh, die Attacken sind schon sind schon cool irgendwie. Kampfattacken, die effektiv sind. Ich weiß gar nicht, hier die... Das Fangen... Das irgendwie... Ist jetzt noch keinmal schief gegangen. Jeder Fang war ein Erfolg. Jeder Pokéballwurf. Ich will es nicht heraufbeschwören, aber... Ja. Ich weiß gar nicht, was passiert. Ist es dann einfach weg? Oder können wir dann weiterkämpfen und es nochmal schwächen? Ja, es ist bestimmt hochlevelig. Pampuli kommt weg. So, die Pampuli ist hier. Ist das der? Ach so. Nee, danke. Ach so, es ist immer noch der. Den wollte ich auch. So. Die Flug war nicht effektiv, ne? Ich setze einfach Ruktopik erstmal ein. Ach, bei den Raids kriegt man keine XP. Dafür kriegt man halt die Bonbons, aber trotzdem. Gelber Bereich reicht. Oh, ich habe schon wieder überzogen. Das ist halt das Problem. Es macht Spaß. Die Zone hier. Hier gibt es sehr viele verschiedene Pokémon. Und ich entwickle mich jetzt. Yes. Ich freue mich. Sehr schöner Abschluss jetzt. Jetzt mache ich echt einen Cut. Guckt euch das an. Sieht schon ganz nett aus. Dankeschön. Nein. Kaktuselgur. Okay, das hatte ich noch nicht. Dann nehme ich das auch mit. Hey, komm. Ist Wasser-Pokémon, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Doppelkicken wir es mal. Tag.
Oh shit, ist tot. Nee, es war ein Volltreffer, das heißt, es überlebt. Sehr gut. Bitte. Ah, voll. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann fangen wir das. Und dann schaue ich mir die Aufnahme an, speichere ab und ja. Ah, sehr schön. Ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Zuschauen. Das war der zweite Part. Wir werden uns in alter Frische im dritten Part dann sehen. Das kann in mein Team. Oh nee, es ist niedrig. Nein, ey. Fuck. So. Ja. Oh, da gehe ich nochmal. Ey. Hau ab. Da ist noch so ein roter Ding, dann gehe ich dahin, dann gehe ich dahin und dahin. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.